Hallo und herzlich willkommen beim Car Ranger Einblick oder besser gesagt beim Car Ranger Einblick Update für den Golf 7. Wir haben den Golf 7 uns schon mal zusammen angeschaut. Damals noch als Vor-Facelift, 2 Liter Diesel. Diesmal haben wir hier einen Facelifter, ein 2018er Golf GTD. Und wir schauen uns heute mal an, was hat sich denn eigentlich so geändert? Und dass sich auch was bei uns geändert hat, gibt es noch einen Car Ranger Score hinterher. Und die Änderungen, ja, fangen eigentlich schon ganz elementar an, nämlich beim Schlüssel. Der sieht es mal genauso aus. Wobei der GTD früher so etwas hier unten hatte, das hat er jetzt nicht mehr. Ja, die Änderung ist, ich habe jetzt personalisierte Fahrerprofile auf dem Schlüssel. Also ist der Golf jetzt bei BMW im Jahr 2000 beim E46 angekommen. Aber konzentrieren wir uns doch mal ein kleines bisschen auf die Optik. Das, was natürlich am ehesten auffällt, sind die Scheinwerfer. Hier vorne direkt, die haben innen so ein bisschen Wabenoptik, aber halt vor allem diese LED-Elemente, die jetzt neu hier im Scheinwerfer sind. Tagfahrlicht ist jetzt auch immer LED. Standlicht gibt es bei den einfachen Scheinwerfern noch als Halogen. Aber hier diese LEDs beim GTD machen schon einiges her. Beim GTI läuft natürlich eine rote hier durch. Beim GTD ist sie in Chrom. Aber auch hier bekommen wir diese sportlichen Schweller. Und hinter dem VW-Logo versteckt sich der Abstandsradar. Der geht jetzt bis 210 km/h. Das ist die Änderung. Und wir haben Front Assist. Das heißt, es gibt jetzt auch eine Fußgängererkennung, die im Notfall bremsen kann für mich. Und es gibt eine Stop-and-Go-Funktion, die bis 60 km/h anhalten, losfahren, lenken kann. Also alles für mich übernehmen. Ich habe also eine Art von autonomem Fahren, wobei ich immer meine Hand am Steuer haben muss. Aber das sind die Änderungen, die wir direkt hier vorne schon mal beim Golf 7 entdecken können. Und wenn wir dann dem Ganzen so ein bisschen weiter folgen, sehen wir erstmal, ja okay, er ist im Indiumgrau. Das heißt auch die Farben und die Felgen sind neu gekommen mit dem Facelift, wobei einige Farben, sowas wie Kurkuma-Gelb, schon wieder rausgenommen wurden aus dem Programm. An der Seite fällt also neben der Farbe erstmal nichts weiter auf. Hier am Heck gibt es schon deutlich mehr Änderungen. Auch hier gibt es komplett neue Scheinwerfer, auch in dem Fall komplett LED. Da gibt es aber auch zwei Varianten davon. Das ist quasi die größere, bessere Variante mit einem dynamischen Blinker und das Ganze in Voll-LED ausgeprägt. Der GTD hat jetzt etwas größere Auspuffblenden, auch der GTI hat etwas größere Auspuffblenden bekommen, aber an sich ein sehr ähnliches Bild wie vorher und auch jetzt ist es immer noch so, der Kofferraum geht mit dem VW-Logo auf und wenn ich eine Rückfahrkamera habe, kommt sie nur beim Rückwärtsfahren auch raus, selbst wenn ich hier aufklappe, kriege ich sie nicht. Von daher sehr viel ähnlich, Platzangebot ist natürlich gleich geblieben und dann nach dem eigentlichen Facelift, noch etwas später, hat man beschlossen, dass man hier die dritte Bremsleuchte, ja, schwarz umrandet, das war vorher in Wagenfarbe. Aber die Änderungen im Innenraum sind deutlich größer und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Die elementaren Dinge im Innenraum, wie zum Beispiel das Armaturenbrett und die Sitze, sind natürlich gleich wie beim Vor-Facelift. Die großen Unterschiede macht alles, was mit dem Thema Elektronik und Multimedia zu tun hat. Das heißt, wenn man das Ganze hier mal anmacht, sieht man, es gibt ein neues Navi. Das gibt es jetzt in 8 Zoll und in 9,2 Zoll. Und auch das normale Radio hatte sein Farbdisplay. Die Schwarz-Weiß-Variante ist entfallen und ich kann anstelle des normalen Kombi-Instruments dieses Active-Info-Display mit 12 Zoll bekommen. Das Ganze zusammen ist ziemlich komplex, daher gibt es ein separates Video dazu. Wir konzentrieren uns nur mal zu den Änderungen, die es hier gab. Ja, und da gibt es ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Schubladen unter den Sitzen entfallen sind, wahrscheinlich aus Kostengründen. Schon kurz vor dem Facelift 2016 ist dieser rahmenlose Spiegel gekommen, der ist sehr schick. Gibt es bei vielen Modellen aus der Volkswagen-Gruppe. Das macht auf jeden Fall einiges her. Aber ganz besonders ist natürlich hier dieses Kombi-Instrument und das Navi. Und um ja dem Video über dem Active-Info-Display schon mal vorwegzugreifen, wenn ich es haben möchte, es steht mit ungefähr 500 Euro in der Preisliste. Ich brauche aber zwei, drei andere Dinge mit dazu. Also 1300 Euro muss ich mindestens hinlegen, um dieses Display zu sehen. Und was mir auffällt, ich meine, beim Vor-Facelift GTD war das Lenkrad eine ganze Ecke dicker, als es jetzt beim Facelift ist. Das ist tatsächlich Klagen auf hohem Niveau, genauso auch wie dass der Schaltknopf sich ein kleines bisschen ja kleiner anfühlt. Interieurleisten und Materialien und Co. sind natürlich sehr, sehr ähnlich, um nicht zu sagen gleich geblieben. Aber auch bei der Technik hat sich ein bisschen was getan und das schauen wir uns jetzt an. An der Motorhaubenentriegelung hat sich natürlich erstmal nichts geändert und auch beim ersten Blick fällt hier nicht viel auf. Beim zweiten dann, ja, je nach Motor ist die Motorhaubenabdeckung etwas simpler geworden und der Motorraum ist jetzt unlackiert und nur grundiert. Ja, einfach hier und da ein bisschen Kosten zu sparen. Dafür haben GTI-Besitzer ein paar PS
PS mehr bekommen. Ja, 230 statt 220, beziehungsweise in der Performance-Version statt 230, 245. Und der 1,5er Benziner ist komplett neu mit ins Programm bekommen, mit jeder Menge Eco-Features. Bei den Dieseln, ja, da halten sich die Änderungen zurück. Der GTD zum Beispiel hat immer 184 PS, 380 Newtonmeter, kommt in 7,5 Sekunden auf 100. Den würde ich euch jetzt auch als besten Motor und besten Golf empfehlen, mit dieser Sportoptik und dem geringen Verbrauch. Aber er wurde gerade aus dem Programm genommen als Handschalter, gibt es ihn gar nicht mehr. Und mit DSG kann ich ihn frühestens nächsten Februar wieder bestellen. Da ist es also ein bisschen schwierig. Die größten technischen Änderungen beim Golf waren also der neue 1,5er und vor allem hier die Features mit der Stop-and-Go-Funktion und Ähnlichem, was die Sicherheit angeht und auch den Fußgängerschutz. Und ja, damit können wir jetzt eigentlich auch schon direkt zum Fazit wechseln. Denn das Fazit bleibt an sich das gleiche wie bei dem Golf vor Facelift, da sich ja nur marginal Dinge geändert haben, aber es gab keinen Car Ranger Score. Deswegen holen wir den an der Stelle mal nach. Für die Anschaffung gibt es 7 Punkte. Ja, ich kann das bei einem Golf sehr, sehr variabel gestalten, ob ich 20.000 oder 40.000 Euro bezahle. Es ist aber auf jeden Fall ein besserer Deal als der Polo im Moment, wenn man das Ganze mal so direkt miteinander vergleicht. Beim Unterhalt gibt es auch 7 Punkte für den GTD, denn die Verbräuche halten sich tatsächlich sehr, sehr zurück. Platzangebot 6 Punkte, unverändert zum Vorfacelift. Genauso auch der Komfort 6 Punkte. Er ist zum Beispiel bequemer als der Leon Cupra 300, den wir getestet haben. Aber er ist halt auch ein Tick härter als zum Beispiel ein normaler Golf wäre. Und beim Wiederverkauf, ja, da ist halt leider das Problem, dass hier GTD und nicht GTI steht. Und das Diesel bringt ihn runter auf 6 Punkte, macht für den Kopf 32. Ja, und ein GTD soll ja auch noch ein bisschen das Herz mit ansprechen. Normalerweise würde ich dem Golf fürs Design 5 Punkte geben, denn es der exakte Durchschnitt von 1 bis 10. Aber in dem Fall bekommt der ganze 7, da er diese anderen Schwelle hat, die schönen LEDs. Das macht dann tatsächlich einiges her. Für den Fahrspaß gibt es ebenfalls 7 Punkte. Der Hauptspaß ist tatsächlich, wie zügig man ist und wie wenig man dabei verbraucht. Bei der Ausstattung gibt es dann ganze 8 Punkte. Hier wurde bei der Sicherheit nachgelegt. Es gibt das Active Info Display. Der Golf bietet da einen ganzen Blumenstrauß an Ausstattung. Bei dem Klang gibt es 4 Punkte. Das ist ein 2 Liter Diesel. Ende der Diskussion. Und am Ende beim Image, ja, da gibt es nochmal 6 Punkte. Man fährt einen Golf und damit ist man, glaube ich, ja, immer gut aufgestellt und unauffällig. Macht also nochmal 32 Punkte. Und Herz und Kopf werden gleichermaßen angesprochen. 64 Punkte, was genauso viel wie eine aktuelle A-Klasse ist. Das heißt, unser eigentlich sinnloser Car Ranger Score macht tatsächlich Sinn an dieser Stelle. Wobei der Test keinen Sinn macht, denn wir haben ja ein Auto getestet, was ich so nicht mehr bestellen kann. Zum Glück bieten wir Infos für Gebrauchtwagenkäufer. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis nächste Woche. Euch immer eine gute Fahrt. Bis dahin. Ciao.